Drei der besten Beatboxer Österreichs machen heute die Straßen Wiens unsicher. Unterwegs mit dem Brandwagen zeigen sie auf offener Straße, was sie drauf haben, um in eigener Sache Werbung zu machen. Also ich bin der Ron, das ist der CCK und das ist der Fee. Wir sind drei Beatboxer, wir werden heute am 1. Mai richtig Stimmung machen und zwar wo? In Wien, ganz Wien, alle Straßen werden unsicher gemacht, wegen am 12.05. aus dem Beatbox Championship hier in der Arena. Und wir machen jetzt Party. Los geht's! Los geht's. Ja! Alles zu den Live-Performances der drei Beatboxer unter freiem Himmel und wie es dazu kommt, dass sie sich plötzlich mit den Kultrappern der Sugar Hill Gang auf der Bühne wiederfinden, jetzt in City Life. CCK, Rom und Fee, drei der besten Beatboxer Österreichs, machen bereits die Straßen unsicher. Während bei ihnen der Maiaufmarsch vorbeizieht, zeigen die drei am Brandwagen schon ihr Beatbox-Können. Dieter Bezirk, wir machen Beatbox. Seid ihr bereit? Come on, let's go! Der Maiaufmarsch zieht vorbei, doch für die drei ist das erste Anfang. Für sie geht's weiter zum Prater, denn schließlich geht es den Beatboxern darum, fleißig die Werbetrommel für die Beatbox Championship 2007 zu rühren. Und im Laufe der Jahre hat sich das entwickelt, dass halt jetzt eine rein österreichische Battle stattfindet und die Beteiligung wird immer mehr. Also wir haben jetzt schon 40, 50 Teilnehmer aus ganz Österreich und das Niveau wird auch immer höher. Und dieses hohe Niveau wollen sie auch gleich unter Beweis stellen. Jo, wir sind alle hier, gerade im Prater angekommen. Wir werden jetzt aufbrechen und alle Leute flashen. Gehen wir, Burschen. Am 1. Mai besuchen jedes Jahr Tausende den Prater. Ideal für die Jungs zum Werben. 12. Mai aus dem Beatbox Championship. 12. Mai, Arena, go, go, go! Freestyle Beatboxen direkt im Prater. Doch die Jungs legen noch eins drauf. Herr Burschen, wartet. Jetzt gehen wir wieder zum Brandwagen, holen uns die Mikros und dann gehen wir ab, Alter. Gib da die Leute, Alter. Los geht's! Direkt neben dem Flug geht es am Brandwagen in die zweite Runde. Weiter geht's und die nächste Station findet sich gleich, denn ein Plakat sticht den drei Beatboxern sofort ins Auge. Hey, cool. Sugar Hill Gang, Alter. Master of the Old School. Boy and Bass. Heute, am 1. Mai. Das wäre schon bleibend, oder? Ja, schauen wir hin. Schauen wir hin und was dreht. Okay, passt. Wir fahren jetzt dorthin. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt zur Sugar Hill Gang und werden mit den Masters of the Old School ein bisschen Beatboxen. Auf geht's ins Porgy und Bass, wo heute abends die Sugar Hill Gang das letzte Konzert ihrer Tournee spielen. Urgeil, da ist jetzt Porgy und Bass, Sugar Hill Gang ist drin, die Oldschool Hip-Hopper, ein Wahnsinn, Alter, urgeil, die checken wir jetzt. Und tatsächlich, die Kultrapper der Sugar Hill Gang sind gerade mit dem Soundcheck für heute Abend fertig und zeigen sich ganz unkompliziert. Alright, so we're gonna work this out? Okay. Come on! Going down on a
feeling on the rhythm right now. Come on. Are you cursing? Give my bag. Give my bag. Give my bag. My bag, all three of you. Give my bag. Thanks. Excellent. Thanks. Doch es bleibt nicht nur beim Shake Hands. Die Sugar Hill Gang setzt noch eins drauf. Sie waren urgeflasht von uns. Sie haben begeistert reingeschaut, wie wir ihnen gezeigt haben, was wir so drauf haben. Und darauf haben sie gemeint, wir sollen mit ihnen auftreten. Und jetzt wird es einfach nur fett werden. Haben wir Soundcheck gehabt vorher? Es wird einfach nur geil werden. Und dann der große Moment für CCK, Rom und Fee. Vom Mai-Aufmarsch bis zur Bühnenshow mit der Sugar Hill Gang. Ein langer Tag, der sich für die Wiener Beatboxer voll ausgezahlt hat. Und nicht vergessen, am 12. Mai stehen die drei wieder auf der Bühne bei der Beatbox Championship 2007 in der Arena. Arena! Beatbox Championship 2000! 12. Mai, wir freuen uns! Ja, gehen wir rein, oder? Sehr, ist noch zu, aber am 12.05. ist es offen. Ja. Dann könnt ihr in die Arena und euch anschauen, was wir hier machen. Beatbox Championship 2007. Hip-Hop Connection. Yeah. Alle hinkommen. Alle fünf Elemente des Hip-Hops. Es wird ein sehr fetter Abend werden. Genau, deshalb haben wir immer die Mikrofone bei uns. Damit ihr uns alle hört. Und gut versteht. Forever. Yeah.